Wenn die Preise für Reis, Mais und Weizen verrückt spielen, wenn auf steigende oder fallende Preise gesetzt wird wie beim Glücksspiel, wenn wie hier in Chicago an der größten Agrarrohstoffbörse der Welt gezockt wird wie im Casino und der Adrenalinspiegel der Händler steigt, steigen Hunger und Armut von Millionen Menschen in den Entwicklungsländern. Die Preise, die hier fixiert werden, bestimmen die Nahrungsmittelpreise weltweit. Auch im Herzen von Afrika, 13.000 Kilometer von Chicago entfernt. Auf dem Weg nach Katanga in die rohstoffreichste Provinz der Demokratischen Republik Kongo. Unser Ziel, die Provinzhauptstadt Lubumbashi. Jeden Morgen um 8 dieselben Bilder. Jeden Tag sind es Hunderte, die Schlange stehen für einen Sack Maismehl. Polizisten in Uniform und in Zivil halten sie in Schach. Hohe Preise für Mais treiben sie hierher. Und die Angst, schon morgen könnten die Lager leer sein. Ohne ihren Fufu, ohne ihre weißen Maisknödel aber leiden sie Hunger. Viele ihrer Männer verloren ihren Job durch die Finanz- und Wirtschaftskrise. 300.000 waren es bis jetzt in der Provinz Katanga. Weil sie kein soziales Netz auffängt, weil der Maispreis sich binnen eines Jahres verdoppelte und weil der Gouverneur ein reicher Mann ist, Unruhen befürchtet, tritt er nicht nur in der Rolle des Regierenden, sondern auch in der Rolle des Wohltäters auf. Er importiert Mais aus Südafrika und verkauft ihn an seine Bürger weit unter dem Preis, der handelsüblich ist. Die Differenz bezahlt er mit seinem eigenen Geld. Sie kommen hierher? Seit der Krise, ja, seit es die Krise gibt. Früher kostete ein Sack Maismehl 9.000 kongolesische Francs. Jetzt kostet er 16.000. Hier in der Wohltätigkeitsstiftung des Gouverneurs bekommen sie ihn nicht geschenkt, aber immerhin für 12.000 Francs. Sie danken es ihm, wohl auch bei den nächsten Wahlen. Zehn, zwölf Familien teilen sich einen Sack Mais. So haben sie Maismehl wenigstens einmal in der Woche. Zu mehr reicht es nicht. Moise Katumbi, der erste demokratisch gewählte Gouverneur der Provinz Katanga. Für demokratische Wahlen im Kongo hatten sich die westlichen Regierungen stark gemacht. Moise Katumbi ist beliebt bei seinem Volk. Ich muss so handeln, sonst kommen die Menschen und sagen, Herr Gouverneur, seit Sie an der Macht sind, sterben wir vor Hunger. Sie haben keine Ahnung vom Treiben der Spekulanten, Sie wissen nicht einmal, was eine Börse ist. Sie stellen nur fest, seit der an der Macht ist, ist alles teurer geworden. Verkaufen Sie den Mais billiger, um an der Macht zu bleiben? Natürlich, ich möchte Volksaufstände verhindern. Unter Moise Katumbi hatten die Menschen der Provinz Katanga schon bessere Zeiten erlebt. Einen ökonomischen Boom, Hoffnung, Aufbruchstimmung. Vor 6 Monaten, kurz vor der Wirtschaftskrise, waren wir hier, um über den Boom zu berichten. Und machten diese Aufnahmen. Siedlungen aus Plastikplanen waren rund um die Minen aus dem Boden geschossen. Zigtausende waren herbeigeströmt aus dem ganzen Land.
Schürfer, die nach Kupfer und nach Kobalt suchten. Rohstoffe, die gefragt waren, vor allem bei den Chinesen. Mit bloßen Händen, mit primitivstem Handwerkszeug unter lebensgefährlichen Bedingungen nahmen sie teil am Run auf die Rohstoffe. Mit Erfolg. Sie brachten es auf $40 am Tag, pro Person. Händler wie Antoine Kaumba kauften und verkauften die Rohstoffe an die Chinesen. Die Geschäfte gingen glänzend. Antoine brachte es auf $2000 im Monat. Ein Vermögen in einem Land, wo mehr als die Hälfte der Bevölkerung nicht einmal $2 am Tag verdient. Sattelschlepper donnerten Tag und Nacht durch die Provinz, brachten die Rohstoffmineralien zu den Chinesen, die sie in ihren Firmen verhütteten. 600 chinesische Firmen waren in die Provinz Katanga gekommen. Rohstoffjäger, die den Wirtschaftsboom in China mit Kupfer und Kobalt aus Afrika versorgten. Vor dem Crash. Nach dem Crash. Der Boom wird zur Depression. In den westlichen Industrienationen wird weniger konsumiert. In China weniger produziert. In Katanga ist der Aufschwung zusammengebrochen. Die Rohstoffpreise sind im freien Fall. Die meisten Chinesen sind zurück nach China. Für milliardenschwere Konjunkturprogramme, wie die Industrienationen sie auflegen, hat das Entwicklungsland Kongo kein Geld. Beim G20-Gipfel in London hatte das Land weder Sitz noch Stimme, obwohl von der Finanzkrise massiv getroffen. Es sieht sich in der Rolle des Opfers. In den Minen versuchen ein paar notdürftig zu überleben, in der Hoffnung, dass es irgendwann wieder losgeht, dass die Chinesen wiederkommen, dass der Börsenwert von Kupfer und Kobalt wieder steigt. Beide waren abgestürzt. Vor der Krise wurde die Tonne Kupfer mit $9000 an der Börse gehandelt, jetzt nur noch mit 3000. Auch sie verkaufen ihre Mineralien nur noch zu einem Drittel des Preises, den sie vorher erhielten, wenn sie überhaupt etwas verkaufen. Es fehlt an allem. Manchmal schlafen meine Kinder mit leerem Bauch. Ich kratze alles zusammen für den, der studiert. Die anderen musste ich von der Schule nehmen, weil ich das Schulgeld nicht mehr bezahlen kann. Was machen Sie? Sie sind fix und fertig. Was könnten Sie tun? Nichts. Es gibt nichts zu tun. Auch Tengadi Kasongo hatte für die Chinesen gearbeitet. Vorbei. $100 hatte er bei den Chinesen verdient. Jeden Monat, 2 Jahre lang. Und jetzt? $1 bis $2 als Tagelöhner, ein paar Tage im Monat, wenn er Glück hat. Er hat 4 Kinder, die kann er so nicht ernähren. Vor allem, weil die Preise für Mais und Reis verrückt spielen, sich verdoppeln, vervierfachen. Sie essen das Grünzeug, was um sie herum wächst. Einmal am Tag, abends, damit sie nicht mit leeren Bäuchen ins Bett gehen. Maismehl kauft Fanny, wenn Tengadi, ihr Mann, $2 verdient hat. So viel kostet die Schüssel voll, die sie gerade kauft. Das Doppelte zahlt sie von dem, was sie früher zahlte. Und früher hatte ihr Mann noch Arbeit und ein festes Einkommen. Die Lebensbedingungen von Fanny, Tengadi und Feli zu verbessern, dafür ist die Weltbank da. Eine Organisation der Vereinten Nationen. Die hat gerade davor gewarnt, dass 400.000 Kleinkinder weltweit an den Folgen der Wirtschaftskrise sterben werden. Diese Menschen, die mit Grundnahrungsmitteln spekulieren, sind Mörder für mich. Sie müssen wissen, dass wir in Afrika, in den Ländern der dritten Welt, dabei sind, ihre Opfer zu Grabe zu tragen.
Die internationale Gemeinschaft schweigt zu all dem. Ich meine, sie muss solche Praktiken unterbinden. Sonst gibt sie uns mit der linken Hand, was sie uns mit der rechten wieder nimmt. Der Soziologe Jean Ziegler war UN-Sonderberichterstatter für das Recht auf Nahrung. In seinem jüngsten Buch »Der Hass auf den Westen« attackiert auch er die Spekulation mit Grundnahrungsmitteln. Die Weltbank sagt es, sie ist ganz vorsichtig, sie sagt, mehrere hundert Millionen Menschen mehr stürzen in den Abgrund des Hungers, der Zerstörung, die Agonie, der durch den Nahrungsmittelentzug wegen der Börsenspekulation. Die Spekulanten, die von der Knappheit der Rohstoffe zu profitieren versuchen, sitzen natürlich nicht nur in Chicago. Sie sind überall. Frankfurt, London, Zürich. Aber sie outen sich nicht gern. Tom Crisafi hat damit kein Problem. Deshalb treffen wir ihn in Chicago. Er investiert nicht das Geld anderer, er spekuliert nur mit seinem eigenen Geld. Seit 20 Jahren ist er als Händler im Geschäft. Er ist Mitglied der Warenterminbörse von Chicago, aber nur noch selten auf dem Börsenparkett. Er hat sich die Börsen dieser Welt online in den Keller seines Hauses geholt. So viel vorweg, wann immer man diesen Sound hört, hat er einen Hampel getätigt. Das tut er einige hundert Mal am Tag. Der Mai steigt. Tom handelt mit allem, am liebsten mit Agrarrohstoffen. Ein Markt, der weniger reguliert ist als der Aktienmarkt. Und irgendwie, sagt er, sind Rohstoffe real. Zu essen braucht der Mensch immer. Auf vieles andere kann er verzichten. Die Aktien steigen. Was haben Sie gerade gemacht? Ich habe Mais und Bohnen gekauft. DAX und S&Ps. Hey, das scheint ein großer Tag für Aktien zu werden. Gerade haben wir ein paar tausend Dollar gemacht. Die Preise steigen. Herzlichen Glückwunsch. Na, mal sehen, ob wir sie behalten. Das ist der schwierigere Teil. Manchmal verlieren wir sie auch. Zum Spekulieren habe ich vor ein paar Tagen 500 Terminkontrakte, sogenannte Futures, für Mais gekauft. Ich habe darauf gesetzt, dass Mais im Mai 4,50 Dollar kostet. Ich habe nur 2,53 Dollar dafür bezahlt. Im Augenblick werden sie mit 4 Dollar gehandelt. Wenn ich sie jetzt verkaufen würde, hätte ich einen Profit von 30.000, 40.000 Dollar gemacht. Vor ein paar Tagen sah das noch ganz anders aus. Da ging der Preis nach unten, da hätte ich Verlust gemacht. Aber immer wenn die Aktien nach oben gehen, ziehen die Nahrungsmittel nach. Ich kaufe so viel Mais, wie ich kann. Alle Daten über die Weltbevölkerung, über Angebot und Nachfrage lassen erwarten, dass der Preis weiter steigt. Und wenn wir noch einmal eine Dürre bekommen, eine richtig gute Dürre, wie wir sie 1988 hatten, dann wird sich der Preis verdoppeln, ja verdreifachen. Egal, ob wir dann in einer Zeit der Rezession oder Depression sind. Die Aktien steigen. Ob ich keine Skrupel habe? Ich tue meinen Job, ich bin Börsenhändler. Ich kann nachts ruhig schlafen, was ich eher selten tue, weil ich auch nachts Börsengeschäfte mache. Die politischen Rahmenbedingungen setzt die Regierung. Ich profitiere davon, so gut ich kann. Wenn wir über den Maispreis reden, reden wir auch über Biotreibstoff, der den Preis in die Höhe getrieben hat. Aus Reis wird kein Treibstoff gemacht. Warum schnellte der Reispreis nach oben? Er vervierfachte sich. Warum? Pure Spekulation. Panik. Grenzenlose Panik. Hey, die Aktien steigen wieder.
Und dann war da so viel Geld, das neue Möglichkeiten des Profits suchte, nachdem die Rohölblase geplatzt war, dass die Anleger dachten, okay, dann gehen wir halt in Reis, Mais und Weizen. Wenn Rohöl um das Vierfache steigt, dann wird Reis es auch tun. Und es funktionierte, wenn auch aus den falschen Gründen. Wie groß ist der Effekt der Spekulation auf die Preise? Sehr groß. Mit den von niemandem kontrollierten Großinvestoren, den Hedgefonds, kamen Spieler auf den Markt, die bis dahin nichts mit Agrarrohstoffen zu tun hatten. Sie hätten da nicht sein dürfen. Sie waren aber trotzdem da und trieben mit ihren Milliarden die Preise in die Höhe. Der Euro-Jimmy. Wenn der Reispreis in Chicago steigt, was passiert dann in Indien? 15.000 Kilometer von Chicago entfernt, der Bundesstaat Andhra Pradesh bekannt als der Bundesstaat mit der höchsten Selbstmordrate unter den Bauern. 10.000 indische Bauern nehmen sich jährlich das Leben. Hunger, Armut und Wucher treiben sie in den Tod. Mitten auf der Straße ein Opferritual, mit dem die Bauern versuchen, die Götter gnädig zu stimmen. 150 Millionen Bauern, schätzt die indische Regierung, sind unterernährt. Und das trotz der rasanten wirtschaftlichen Entwicklung, die Indien vorzuweisen hat. Indien ist Reisexporteur. Als die Reisvorräte im letzten Jahr weltweit knapp wurden, als das Spekulieren auf Reis hohe Profite versprach, als die Spekulationsblase sich in Gang setzte und die Preise verrückt spielten, zog Indien die Notbremse. Die Regierung verbot den indischen Börsen jede Art von Spekulation mit Reis. Und sie verbot den Reisexport. Ich bin seit 20 Jahren im Geschäft. Zum ersten Mal habe ich erlebt, dass die Preise so hoch gehen. Sie haben sich verdoppelt. Und nicht nur Indien, alle asiatischen Reisexportländer haben den Export verboten. Mit dem Exportverbot trugen Indien, Kambodscha und Vietnam zusätzlich zur Verknappung auf dem Weltmarkt und zum Anstieg der Preise bei. Aber Indien tat es, um seine eigene Bevölkerung ernähren zu können, ohne importieren zu müssen. Millionen Kleinbauern hingen schon vor der Krise am Tropf der Regierung. Ich bekomme eine Ration von 16 Kilo im Monat, mehr nicht. Reicht das für die ganze Familie? Sie sind 6 Personen. Nein, es reicht nicht. Oft essen wir uns nicht satt. Manchmal leihen wir uns Reis von unseren Nachbarn. Bodhidulla ist Tagelöhner und besitzt ein kleines Reisfeld. Für die Ration, die er von der Regierung bekommt, 100 Gramm pro Person pro Tag, zahlt er den symbolischen Wert von 2 Rupien. Das sind 3 Cent. Die meisten indischen Kleinbauern sind verschuldet und die Finanzkrise wird sie tiefer in die Schuldenfalle treiben, denn die Kreditklemme hat auch Indien erreicht. Bodhidulla und seine Frau besitzen dieses Reisfeld. Sie bestellen nur einen Teil davon. Das Bargeld reicht nicht aus, um Dünger und Pestizide zu kaufen. Geld leihen kann er auch nicht mehr, weil die Zinsen sich seit der Finanzkrise verdoppelt haben. Ausländische Investoren haben ihr Geld zurückgezogen. Der indische Kreditmarkt ist ausgetrocknet. Die privaten Geldverleiher, bei denen Bodhidulla sein Geld leiht, kommen nur zu noch höheren Zinsen ans Geld heran und geben es zu Wucherpreisen weiter an ihn. Vor der Krise nahmen die Banken 8 oder 9% Zinsen. Seit der Krise ist es kaum noch möglich, an Geld zu kommen. Sie geben nur dem, dem sie trauen. Sie nehmen 14, 15%. Ich bürge gegenüber der Bank und die hält sich schadlos an mir. Notfalls kassiert sie meinen Besitz.
Weil es bei Kleinstbauern und Tagelöhnern nichts zu kassieren gibt, zahlen sie 24-36%. Je nachdem, wofür sie leihen und wie lange sie brauchen, um das Geld zurückzuzahlen. Leihen sie für eine Hochzeit zum Beispiel, zahlen sie 36%. Wir kennen nur eines, hungern und zurückzahlen, sonst gibt es Schläge. Schläge, bis wir zurückgezahlt haben. Und wenn wir es nicht schaffen, dann nehmen wir Gift. Dann bleibt uns nur das zu tun, was viele schon getan haben. Wir kaufen Gift, trinken es und sterben. ₹50, rund $1 am Tag verdienen sie, wenn sie Arbeit finden. Die Globalisierung, die dazu führte, dass billige Baumwolle, billige Bananen und andere Billigprodukte importiert wurden, hatte die indischen Kleinbauern bereits in den 90er Jahren in die Schulden getrieben. Nun zieht die globale Finanzkrise die Schlinge noch einmal enger um ihren Hals. Es gibt etwas Gutes, die neoliberale Wahnidee ist zusammengebrochen. Die Idee vom autoregulativen Markt, der alles selbst entscheidet, der totale Liberalisierung der Warenkapitalströme, die Privatisierung aller öffentlichen Sektoren, die Entwaffnung des Staates als normative Gewalt, diese liberale, neoliberale Wahnidee ist zusammengebrochen. Und dahinter sind die richtigen Akteure erschienen, nämlich diese Wegelagerer, die aus Profitsucht das ganze System ruiniert haben. Dieses System ist falsch. Die Diktatur des globalisierten Finanzkapitals ist eine mörderische Weltordnung. Dass den Haien unter den Spekulanten, den Hedgefonds, die ohne jede staatliche Kontrolle agieren, das Handwerk gelegt werden muss, findet auch der Insider Gordon Lin. Spekulanten, die einen, 10 oder 100 Verträge über Mais, Reis, Weizen kaufen wollen, wir lieben sie. Kommt, wir bilden einen Markt. Leute, die tausend, zehntausend, hunderttausende Verträge kaufen, die den Preis, den wir zahlen, manövrieren können, das ist ein anderes Kaliber. Und wenn sie dies auch noch hinter verschlossenen Türen tun, ohne jede Transparenz und ohne jedwede Instanz, die sie reguliert und kontrolliert, dann läuft etwas schief. Tom Grisafi und Gordon Lin sind gute Freunde. Beide spekulieren. Gordon Lin mit $20 Millionen Einsatz am Tag. Die Gordon Lin Gruppe mit $200 Millionen Einsatz am Tag. Sie legt das Geld von Kunden, von Investoren an. Es geschieht im Scheinwerferlicht der Börse. Die Hedgefonds tun es sozusagen in den Hinterzimmern. Yes, dollar down 41, bonds. Die Preise spielen weiter verrückt. Ein Bericht der UN-Welthandels- und Entwicklungskonferenz kommt zu dem Ergebnis, dass mindestens 37% der Preisexplosion des letzten Jahres auf Spekulation zurückzuführen sind. Von der Finanzkrise als solche möchte ich zurückkommen zum Recht auf Nahrung. Wie müsste, um dieses Massaker zu stoppen, was müsste geschehen? Ganz sicher müsste ein sofortiges Moratorium beschlossen und durchgesetzt werden, das verbietet, dass Nahrungsmittel verbrannt werden, um Treibstoffe herzustellen. Erster Punkt. Ja. Zweiter Punkt, Börsen unterliegen der staatlichen Normativität. Da müssten Termingeschäfte mit Agrarrohstoffen verboten werden. Punkt. Forderungen, die der G20-Gipfel nicht einmal im Ansatz diskutiert hat. Das hieße ja auch, das System zu verändern. Sowas nennt man Sozialismus. Die Vereinigten Staaten sind ein demokratisches Land. Allerdings, wir arbeiten hart daran, sozialistisch zu werden. Wer so etwas fordert, sollte nach, ich denke, China. China wäre das richtige Land für diese Menschen. Ein kommunistisches Land. Ja, schick sie nach China. Diese Forderung ist lächerlich. Wir leben in einer großen Welt, da gibt es Angebot und Nachfrage und da gibt es wechselnde Preise. Und das ist gut so, weil jeder etwas davon hat. Just so everyone's life can be comfortable.
Die Preise sind ein Stück weit gefallen. Wohl auch, weil seit Beginn der Finanzkrise 1 Billion Dollar vernichtet wurden. Geld, mit dem nicht mehr spekuliert werden kann. Die Preise sind ein Stück weit gefallen. Aber sie sind immer noch doppelt so hoch wie vor der Finanzkrise. Thank you.